Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Kurzprojekt. Wir spielen Squishy the Suicidal Pig. Das ist ein klasse Spiel, weil ich mir gestern Abend für 14 Cent auf Steam geschossen habe. Und wir gucken uns das jetzt zusammen an. Ich habe meinen Controller angeschlossen. Und das Coole ist, wenn ich jetzt hier mit dem D-Pad nach unten oder oben drücke, passiert das. Ich drücke einmal. Und jetzt drücke ich noch einmal. Ist das nicht klasse? Das springt tatsächlich einfach zwei Dinger nach unten. In die Option kann man unglaublich viel einstellen. Hat sich gelohnt. Ich kaufe den Back-Button nicht. Und die anderen Buttons? Nee. Oh. Aha. Mit dem Analog-Pad funktioniert's. Oh. Es war mal ein Schwein, was gelbe Klamotten anhatte. Das hat mit seinen Eltern auf einer Farm gelebt. Bis dann irgendwann der Farmer seine Eltern abgeholt hat. Squishy hat von seinen Eltern erfahren, dass sie ins Schlachthaus gebracht werden. Nicht ins Lachthaus. Okay. Weil er das wusste, war er halt sehr deprimiert. Aber dann hat er eine Idee. Seine Eltern haben ihm mal vom Tierhimmel erzählt. Dann kommen alle Schweine hin, wenn sie sterben. Also wollte Squishy auch sterben, damit sich seine Familie wieder vereint. Aber als er starb... Ich habe das Spiel übrigens ein bisschen leiser gemacht, weil es mega laut ist. Na, du Trottel! Selbstmord ist eine Sünde. Was glaubst du, was mit Sündern passiert, hä? Die kommen natürlich direkt in die Hölle. Da fängt das Schwein an zu spitzen. Aber I'm bored. Ich bin mal gnädig mit dir. Pass mal auf hier. Gibt's eine Challenge und dann, wenn du die meisterst, kommst du zurück zu deinen Eltern. Ich habe mir die Story schon einmal angeguckt. Ich denke, weil du still bist, ist das ein Ja. Hier, nimm ein paar extra Leben. Und hier ist der Deal. Da du ja Selbstmord so doll magst, musst du jetzt durch verschiedene Level rennen und dich einfach umbringen. Ha? Das ist, jetzt geht's los. Ich habe übrigens nichts gedrückt während dieser Zeit. So, okay. Also steuern kann man schon mal. Auf da, aha. Okay. Gibt's noch irgendwelche anderen? Start. Da gehen alle Teils weg. Okay. Willkommen in der Welt von Squishy. Das Ziel des Spiels ist es, alle deine Leben zu verlieren, die oben rechts in der Ecke stehen. Schau einfach, wie du dich am besten tötest. Einige der Objekte können rumgepusht werden, rumgedrückt werden. Boah, ich muss selbst bei diesen Dingern warten. Dass die weggehen. Ja, also man kann Sachen hier pushen. Benutze den Schalter, um das naheste Explosionsdingsbums kaputt zu machen. Das explodiert dann. So. Hui. Da, ich hätte nichts explodiert. Wenn du Y drückst, wirst du den Start resetten, den Level resetten. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Willkommen in der Welt. Ich kann es doch abbrechen. Jetzt kann ich es plötzlich abbrechen. Vielleicht, weil ich es schon mal gelesen habe. Oder es geht einfach mit Tastatur nicht. Weil als ich mir gestern angeguckt habe, habe ich mit Tastatur gespielt. Und dann konnte ich das auf Teufel komm raus nicht abbrechen. Obwohl, ich habe nie nach oben gedrückt. Auf der Tastatur ist oben springt. Das ist mega behindert. Okay, ich springe jetzt hier einfach drüber. Orangener Button gedrückt macht, der orangene Button kann bloß von schweren Objekten gedrückt werden, wenn du die oben drauf packst. Das Schwein scheint nicht besonders schwer zu sein. Guck dich die unglaubliche Animation an, wie er dieses Teil da drauf gepackt hat, ey. Ah, es muss wirklich drauf liegen bleiben. Okay, gut. Der große rote Knopf! Macht den Ventilator für 5 Sekunden an. Hui, Schweine, flieg. Hui. Hui.
Also das Ziel ist es in dem Spiel, sich in jedem Level umzubringen. Grüne und rote Schalter können alle 3 Sekunden benutzt werden. Orangene können aber bloß einmal benutzt werden. Okay. Bam. Das hat uns den Weg hier frei gemacht. So. Jetzt pass mal auf. Wir gehen jetzt mal hier lang. Und stell fest, scheiße, hier kommen wir gar nicht weiter. Und wir kommen auch nicht mehr hoch. Das ist ja echt hart behindert, ey. Ich darf den ganzen Level nochmal neu starten. Nur weil ich was ausprobieren wollte, ob man da hochspringen kann. Manno. Hui, ich springe auch die ganzen Dinger drüber, damit die blöden Meldungen nicht kommen. Zack. Speedrun-like. Ich bin gespannt, wie unglaublich fordernd die Rätsel sein werden in diesem Spiel. Oh, das Ding kann man pushen. Das ist nice. Boing. Nitro. Los. Und Nitro. Jawohl, es hat geklappt. Nitro Power. Also das Schwein kann ein bisschen mehr als ein, also so anderthalb Blöcke hochspringen. Okay. Zack. Für den größten Teil des Spiels musst du einfach sterben. Und das hier sieht ja einfach genug aus. Das sind einfach Stacheln. Dead. Oh, andere Musik. Ich bin begeistert. Okay. Level 1. Ja, stimmt. Okay, da kommt man nicht hoch. Lass ihn hier mal ranschieben und gucken, wie wir das zum Explodieren bringen. Das ist ein Nitro Booster. Bam, Junge. Guck, ob das geht. Hey, lass mich runter. Ich hab zu spät springen gedrückt. Okay, geh mal hier lang. Probieren wir das mal so. Ich ahne schon, dass wir das hier einfach brauchen. Weil da drüben, da oben, in dieser Ecke, da brauchen wir das. So, dann wollen wir schon mal den TNT zücken. Ah, es gibt kein TNT mehr. Aber wir müssen jetzt hier den Schalter drücken. Alles klar. Irgendwo hier und dann Booster. Ja, mach die Tür mal wieder zu. So, und sterben. Yummy. Dun, dun. Oh, andere Musik kommt plötzlich. Das war Level 1. Level 2. War ja noch sehr einfach. Level 1, 2. Achso. Wir haben noch 30 Leben. Ah, der Tutorial-Level, der hat also nicht gezählt. Oder die Leben. Okay. Weil wir hatten ja 31 Leben ursprünglich. Ich glaube kaum, dass man in dem Spiel nochmal Leben dazu bekommt. Das wäre ziemlich dämlich. Drücken wir den Knopf und dann schauen wir, ob wir da hochkommen. Ne, das fällt direkt runter. Ich glaube, da haben wir keine Chance. Die Schweine bleibt ja auf den nicht stehen, glaube ich. Sah jetzt zumindest so aus. Wenn wir es überhaupt schaffen, bis dahin. Ne, ich glaube, die Zeit ist viel zu knapp dafür. Wir probieren es aber trotzdem nochmal. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht funktioniert. Lösung gefunden. Zerquetschen macht auch tot. Ist klar. So, Level 1, 2 geschafft. Level 1, 3. Los geht's. Lass uns mal umgucken. Ich sehe jetzt schon, dass das echt eine dumme Idee war gerade. Okay, aber lass uns erstmal die Level angucken. Okay, da ist ein Nitro. Da ist auch ein Nitro. Das hier könnte man bummen. Das hier runter. Da muss man bestimmt hier einfach runterfallen. Huch. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Okay, lass mal gucken, was wir hier Gutes machen können. Ich glaube, den Block dort drüben,
den hier, den, müssen wir mit nach unten nehmen. Das heißt, wir müssen den da links über das Ding drüber sprengen. Aber wir müssen uns bestimmt auch selbst mal in die Luft springen. Das wäre sonst blöde. So, machen wir mal so. Ich glaube, das müsste ganz gut fliegen. Und jump! Jawohl! Ja! Passt da, Schwein da. Ja, Schwein, die passt dazwischen. Okay. Als nächstes. Pass mal auf. Ich hoffe, ich komme dann wieder hoch. Wir brauchen das Nitro hier. Irgendwo hier. Hier so, glaube ich. Nehme ich an. Oder hier. Irgendwo auf jeden Fall. Damit wir das da oben. Ich gehe mal hin, damit man sieht. Das kannst du schlecht zeigen. Sonst. Das hier. Wo wir jetzt drauf springen. Damit das hier unten nämlich landet irgendwo und dann da hoch geht. Na, besser Bescheid. So. Das müsste dann. Ob das was klappt? Ich habe nämlich Angst, dass ich es dann nicht mehr schieben kann, wenn es neben dem Nitro-Ding liegt. Oh nein, tatsächlich. Guck. Ah nein, man kann sich schieben. Oh no. No. Man kommt noch nicht mal hoch. Das bedeutet, wenn ich den Knopf da unten jetzt drücke, geht das da oben hoch. Ja, Tatsache, ey. Das ist ja verwirrend. Shit, ey. Das ist ja rätselmäßig. Ihr wisst dann bestimmt schon die ganze Zeit. Klatscht euch jetzt so, ja. Ein Kopf. Ah, ist der doof. Da muss ich doch nur links A, B, X, Y drücken und dann geht das weiter. Den Konami-Code müsste man mal eingeben. So, jetzt machen wir erstmal Bumm. Krach, Bumm. Nein, Schwein. Boah, Schwein. Schwein ist doch zu dick. Mit seinem gelben Pulli. Passt nicht zwischen Wand und Kiste. Boah, wenn man das ein bisschen beschleunigen könnte. Aber wie dauert das lange? Okay, ich glaube, das war einfach nur eine blöde Idee, das direkt so daneben. Guck mal, so ist blöd. Probieren wir mal so. Das war zu weit weg. Alter! Ich mache ja gleich andere Musik rein. Die geht mir jetzt schon auf den Zeiger. Jetzt ist es sogar da oben drauf liegen geblieben. Ah, okay, das fliegt weiter, wenn es näher dran ist an den Nitro. Das heißt, wenn ich die. Ich weiß nicht, ob wir das einsammeln müssen. Es gibt bestimmt irgendwann mal am Ende Score. Yummy Score. Jetzt lasse ich das mal so liegen. Pass auf, jetzt fliegt das weiter. Sag ich doch. Au, wow, direkt bis runter. Okay. Und wenn das jetzt hier runterfällt, landet das hier. Das heißt, das Nitro-Fast-Dingsbums muss hier liegen. Das Schwein noch dazwischen passt. Squishy, das Suicidal Pig. Auch genannt Schweini. Und Schwein. Hm. So. Okay, pass auf. Ja, jetzt hier. Zack. Ja? Okay. Dann drücken wir auf Krachbumm. Damit das Ding da unten noch runterfliegt. Zack. Hat geklappt. So. Muss das Nitro dorthin. Jetzt schieben wir jetzt einfach mal dahin und drücken mal wieder auf Bumm. Wow! Hat ge. Boah, buh. Ich dachte jetzt schon mehr. Kriege ich denn das jetzt hin? Ah! Hat gekloppt. Ich dachte, er hat jetzt kurz Angst, dass wir nicht mehr hochkommen und das Lösungsrätsel völlig anders ist.
Mann. Bomb. Nein! Jetzt kriegen wir die Punkte nicht. Doch. Dad. Wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt, schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Soll ich das dann viel, viel weiter spielen? Soll ich das komplett durchspielen vielleicht? Level 1-4. Oh. Das schrumpft. Okay. Da ist ein Schlüssel eingesperrt. Die Dinger kommen auch nicht mehr wieder, wie es aussieht. Okay. Dann geht hoffentlich da unten der Schlüssel fällt runter. Damit geht hoffentlich der Schlüssel fällt runter. Oh nein, jetzt kommen wir dann immer hoch. Hm? Ah, hier kommen wir nicht durch. Ah, ich sehe schon, wir müssen, dürfen nur jeden zweiten mitnehmen. Der. Nee, wir können gar nicht jeden zweiten mitnehmen, das geht gar nicht. Hä? Weil wir kommen ja gar nicht auf den da hoch. Okay, lass einfach nochmal checken hier. Guck mal, da ist noch einer übrig. Super geil und tonisch. Nee. Ach, da kann man einfach so drüber rennen. Toll. Okay, das direkt nochmal machen. Ich mache wirklich gleich andere Musik rein. Hier noch irgendwas Geilotronisches damit tun? Nee. Jetzt ist er gedrückt. Jetzt ist er nicht mehr gedrückt. Lass uns mal einfach die Zeit sparen und einfach zurückgehen und... Ne, ist nicht okay. Hey, es muss da noch irgendwann wieder einen anderen Weg wieder nach da oben geben, oder? Ach ja, okay. Jetzt habe ich es gerallt. Ich kann da oben lang einfach wieder zurückgehen. Alles klar. Ah, guck an. Wow. Das hätte ich jetzt für ein 13-Cent-Spiel nicht erwartet, so eine Cleverness herauszufordern. You got the bronze key. You got the bronze key. Heißt das Bronze im Englischen? Bronze. Der bronze key. Shit. Ich dachte, ich bin mal mega clever und so. Am Arsch, Alter. Müssen wir das ganze Ding nochmal machen. Hey. Nochmal. Kostet das... Das wäre voll witzig. Das Neuanfang kostet ja gar keine Leben. Das müsste doch Leben kosten. Aber dann wäre das Spiel relativ schnell vorbei. So, Knopf gedrückt. Drückst du hier? Na, osch! Heiser. Scheiße. Nochmal. Flupp. Flupp, die Dinger mitgenommen. Und jetzt haben wir es geschafft. Gut. Zack. Okay, man muss rechtzeitig auf Springen drücken. Jawohl, ja. Guck mal, da sind wir jetzt richtig Pro-mäßig. Oh, Mann, mir juckt auch ein bisschen die Nase hier bei dem Spiel. Bam, Level 1-4 auch schon geschafft. Wow, wir sind jetzt ja auch schon bei 20 Minuten, aber... Da unten ist ein Secret Headshop. 40% completed? Heißt das, das Spiel 40% completed, oder... Kann ja nicht sein. Wir haben ja noch
viel mehr als 40% der Leben. Oder 60%, wie auch immer. Ne, wenn es 5 machen wir noch. Okay, da ist ein 9. Das klang wie... Oh yeah, baby. Doing. Okay. Das muss irgendwie... Nein! Oh, damn it. Ansonsten verschieben wir das dann doch auf den nächsten Part. Aber nein, ich möchte das jetzt noch schaffen. Quickie. Da kommen wir nie wieder hoch, glaube ich. Doch. Okay. Ernsthaft. Kommt da nicht mehr rein. So, Schwein. Doing. So, das runter. Da drunter. So, jetzt ganz konzentriert springen. Hui. Hä? Wie soll ich dann das machen? Meins, ganz ehrlich. Kann man hier unverhoffterweise ziehen? Auf irgendeinem Knopf, der mir nicht beigebracht wurde im Spiel? Nee. Hä? Wie soll man da jetzt hochkommen? Schreibt's mir in die Kommentare, ey. Ernsthaft. So schafft man das auch nicht. Ist ja auf der Seite noch irgendwas versteckt? Kann ich aus dem Level zurück? Ja, das willst du mir aber auch nicht. Fuck you! Fuck you, du Spiel! Das ist ja echt gemein! Da fällt dir einfach der Stein auf den Kopf! Das sind ja Donutwelten! Wow! Tja. Und den Serial Headshot gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ist gerade irgendwie total witzig, das Spiel. Macht's gut, bis dahin und tschaußen.